Ja, Wassermonster gibt's jetzt auch. Ist nichts Neues. Und damit, Keo, Leute, was geht ab? Geh hier nicht raus. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inside. Was macht dieser Knopf? Hier. Okay. Schnell wieder da rein. Beim letzten Mal haben wir so ein komisches Wassermonster gesehen. Und wieder so einen neuen Ball. Hä? Habe ich das Wasser jetzt umsonst hochgelassen? Und die Aufgabe ist es eigentlich, da nicht drauf zu drücken. Warte. Warte auf mich. Rein! Im Übrigen, dieses U-Boot, ich finde es mega genial. Ja, jetzt können wir hier drüber. Die Tür geht nur auf, wenn das Wasser unten ist. Ich hab's halt ein bisschen falsch rumgemacht. Aber das ist doch okay. Geht's denn hier runter? Hier? Da. Nee, da atme ich noch. Von der Lampe habe ich mich auch schon erschreckt. Ich dachte, vielleicht sieht er mich wieder, aber nee. Die ist einfach nur aus designtechnischen Gründen da. Damit man als Spieler auch mal was sieht. Ist ja ein sehr düsteres Game tatsächlich. Falls das entgangen sein sollte. Diese ganzen Grau und Schwarz. Und das Einzige, was wirklich aus der Farbe heraussticht, ist unser T-Shirt und unser U-Boot. Wenn ihr auch ein stylisches T-Shirt haben wollt, schaut mal gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Gibt's ganz stylische T-Shirts. Einfach bei Merch oder Merchandise draufklicken. Das ist echt stylisch und nur für die wahren Investoren. Und Fun Fact, ihr seid dadurch nicht unverwundbar, aber unbesiegbar. Bam. Oh. Keppers schwimmt vor uns weg. Vor der Lampe. Ja, safe. Puh, Ruhepause ist wieder vorbei. Wir machen ganz entspannt weiter. Wo geht's lang? Da oben. Doch, ich... Ah, okay. Hätte gar nicht funktionieren können, es braucht mehr als nur einen Hit. Da links könnte was sein. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Und da ist wieder eine Wand. Okay. Dann geht's in die Richtung. Solange es rot leuchtet, können wir nicht dashen. Das habe ich verstanden. Ist hier fertig? Hallo, das heißt nicht, dass du aussteigen darfst. Oh, ich glaube, wir haben es aufs Land gelegt. Okay, gehen wir erstmal so weiter. Durch den Sand, sehr leer gerade. Wobei das Rot von seinem T-Shirt sticht auch nicht wirklich heraus, gell? Das ist auch ein ziemliches Grau. Gehen wir durch die Tür oder laufen wir die dann vorbei? Nee, er schafft es sogar mal eine Tür zu benutzen. Das ist wieder so einer, den wir kontrollieren können. Das habe ich direkt gesehen.
Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber da ist so ein leichter Bass im Hintergrund, der ein bisschen drückt. Ja, in so regelmäßigen Abständen. Soll ich mir Sorgen machen? Ich weiß es nicht. Sprung! 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 Doch nicht? Wird hier rechts immer lauter. Ich muss nicht springen. 19. 18. Da müssen Leute drauf. Wir müssen 19 finden? Ach, das hier ist wahrscheinlich ein Aufzug. Was Ähnliches haben wir schon mal gefunden auf der Farm. War das auch ein Aufzug? Ich weiß es nicht mehr. Dieses Explosionsgeräusch. Mir auch keine guten Vibes. Wir brauchen vielleicht erstmal so einen Helm, oder nicht? Wir können die ja nicht dahin tragen. Mal nach rechts gucken. Da kommen wir auch nicht hoch. Da muss uns einer hochwerfen. So wie wir es ja schon mal aus Versehen gemacht haben. Ich glaube, das war sogar auch im Stream. Da hat uns so einer hochgeworfen. Obwohl ich das gar nicht wollte. Aber wir müssen jedes Stockwerk bereisen. Ah ne, jetzt fährt er direkt runter. Da oben drauf können wir auch nicht. So, was gibt's denn hier? Und Leckeres. Hallo? Marcel Davis, 1 und 1. Geht sehr weit. Wir kommen wieder erstmal links vorbei. Da kommen wir wieder nur hoch, wenn uns einer hochwirft. Genau, wir können von diesen Leuten auch hochgeworfen werden. Das können wir nur mit Leuten verschieben. Ironie. Geh weiter. Diese... Das sind irgendwie Explosionen oder so. Also immer wenn das kommt, rieselt da irgendwas runter oder die Türen vorher im mittleren Bereich haben rechts vibriert. Werden wir wohl gleich raus. Was heißt gleich? Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, auf was ich mich einstellen muss. Oh, das fährt hoch. Weiß nicht, ob das so ein... Idee war. Immerhin schon mal so eins und... 1, 2, 3, 4, 5. Guys. Can I trust the Wasser? Hier ganz schnell wieder hoch. Nee, hier ist nur ein Zwischenspot, wo es nicht weitergeht. Du bist wahrscheinlich immer Stück für Stück nach rechts weiter. Boah, ich dachte schon, ihr seid versperrt. Können jetzt wieder alles zurück, nur halt oben, über Wasser. Das dachte ich mir tatsächlich. Ja, dass du hoch? Danke. Schön, dass du dich auch dazu entschieden hast. Cowabunga! Ja, würde ich gerne ein Stück weiter runter. For the real swing! Das war ein richtig schlechtes Absprungfenster, hat aber gereicht. Oh, hier nochmal Sprung. Hier jetzt runterfallen. Also nicht tot, sondern nochmal halt von vorne. Leute, wir können jetzt rumlaufen mit denen, die kommen mit. Ja, eben, das meinte ich. Wenn wir mit dem Stick nach oben gehen, können die uns da hochwerfen. Zum Beispiel hier, sehr nützlich. Kommt mit, meine Freunde. Ah, und jetzt muss ich die damit hochholen. Ich nicht runterspringen. Ah. Boom. 1, 2, 3, 7, 1. Jetzt kommt ganz nach links, damit ihr da nicht mehr runterfallt.
Und dann lass uns mal nach da drüben gehen, meine Freunde. 5 seid ihr an der Zahl. Meint ihr? Ihr schafft es so weit, das hier mit mir zu ziehen. Oder zu schieben? Ziehen. Ja, hätten auch schon weniger geschafft. Ich stell das hier unter die Luke, I guess. Und ihr werft mich dann auch und ich kann da oben irgendwas machen und dann passiert halt was. Vermutlich. Ich hoffe. Ich glaube, ich muss da rein, nur die Schwierigkeit ist. Wo schiebt ihr mich hin? Oh, da ist eine Plattform. Die habe ich gar nicht gesehen. Hä, war die vorher schon da? Ich lasse euch mal kurz zurück. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wieso. Aber boah, nicht, dass das Ding kaputt geht im Wasser. Okay, alles gut, wir sind safe. Ich weiß gar nicht, wo es hier weitergeht. Das ist wieder schon ein neuer Bereich. Ah, da oben sind noch zwei. Ist wieder sowas. Da draufstellen. Damit muss man irgendwas machen. Runter. Jetzt ist es weiter oben. Wird nicht funktionieren, oder? Doch, genau das tut es. Nee, mitnehmen kann ich das nicht. Hätte sein können, weil ich habe da hinten gelbe Schnur gesehen. Und vielleicht, also hier unten rechts, wenn ihr jetzt guckt, ist wieder so ein bisschen Dings. Ach, guck mal. Deswegen standen wir da so komisch. Da kann man aufmachen. Da geht auch das Kabel tatsächlich rein und tot! Okay. Okay. Bitte spawn uns am richtigen Ort. Dankeschön. Das erklärt, warum hier an der Stelle das so ein bisschen weird war. Ich wollte hochklettern, hat sich nur festgehalten. Das erklärt jetzt, warum. Weil unangenehm. Ey, ich hab Feuer, mein Freund. Oh! Uff. Ja, klar. Ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich doch veräppeln. Gut. Das wird jetzt die Rest der Folge lang dauern. Aber es ist gut, dass ich Y gedrückt habe. Ich wäre ohne die Fackel lang gelaufen. Also sobald der links zurennt, umdrehen.
Was? Warum sind die weggerannt? Ey, sag nicht, das war schlechtes, dass ich die anmache. Oh, jetzt bin ich mir mega unsicher, ob ich das machen soll oder nicht. Also, es sind irgendwelche Secrets. Aber, oh, wenn die Wölfe abhauen. Nicht, dass das nachher so Secret Ending hat, dass wir deswegen sterben. Halt das Feuer oben. Ich glaube, wir sind nicht dazu erlaubt, das mitzunehmen. Dementsprechend geht das dann da aus. Ich bin mir unsicher. Und, keine Ahnung, aber da warten schon unsere Freunde, das ist doch okay. Da gehen wir doch gerne mit. Leute, wir sind jetzt ein bisschen mehr. Ist okay für euch? Ich habe neue Freunde, sehr schön. Seid jetzt zusammen. The gang and me. Boah, das mit den Wölfen war intens, das war cool gemacht. In dem Feuer. Schade, dass das nicht länger ging, daraus hätte man mehr machen können. Also vielleicht kommt das auch nochmal dran. Ich will jetzt hier... ja, nichts Falsches behaupten. Aber aus dieser Stelle hätte man mehr machen können, aber sie ist cool gewesen. Schmeißen wir erstmal die hier links vom Käfig runter. Das ist 95%. Den links dürfen wir nicht vergessen. Kann sein, dass wir den noch befreien müssen. Wir kommen gleich zu euch runter. Ich gehe noch rechts und wollte da noch gucken, was da ist, weil da könnte man so hochhüpfen. Habt ihr sicherlich auch vorher gesehen. Dann lasst uns da mal kurz hingehen. Es ist schon wieder 8:30, glaubt's nicht. Und das ist heute schon das 5. Video, was ich aufnehme. Produktiver Tag heute. Okay, ich muss nicht zählen, die werfen mich von alleine in die richtige Richtung. Oh, hier kommt auch Staub raus. Ich wollte ihn gar nicht festhalten. Aber gut, dass ich weiß. Lasst bei dem Spiel einfach X gedrückt und ihr findet Secrets und alles drum und dran. Ich hätte zum Beispiel jetzt nicht gewusst, dass man den mitnehmen kann. Der schläft. Bin mir sicher, der schläft auch immer noch. Okay, dann lass uns mal auf die zweite Ebene, wenn ich Coca-Cola nehme. Aus Italien, Leute, noch. Schaut euch die Dose an, wie groß die ist. Normale Dosen, wisst ihr, sind so. Die ist halt einfach so. Mega cool. Ich bin nicht gesponsert von Cola. Ich mache auch keine Werbung für die. Also wenn ihr keine Cola trinkt, seid ihr sowieso wack. So, fertig. Aber ich bin ja auf der Seite von Volvic Wasser. Ich habe im Übrigen heute schon 2 Flaschen getrunken. So warm heute. Ich habe nur noch 2 da. Aber ja. Ach, und ihr habt jetzt auch so lange darum gelegen. Ihr hättet mal den Links da befreien können, sag mal. Was ist mit euch los? Manche sind sehr langsam. Muss man da ein bisschen drauf achten. Dass man die verliert. Oder halt, wäre ja egal, wenn man die verliert. Also nein, wäre nicht egal. Aber halt, vielleicht sind die genau dafür da. Hier geht es noch sehr viel weiter nach links. Ich wollte mich da hochwerfen lassen. Oder darüber. Halten! Okay. Ich weiß, was das für ein Spiel ist. Ja, genau sowas. Okay, wir müssen es wahrscheinlich richtig timen. Oh! Boah, das war so knapp. Nein, 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 zurück, schon zurück. Ein Stückchen. Oh ja, vielleicht jetzt. Yes. Okay, cooles Rätsel. Was gibt's hier links noch? Wie wir ja nachgeguckt haben. Steine. Also, falls ihr Steine braucht, Leute, kommt hier vorbei. Gar kein Thema.
So. So viele Leute. Die alle gehören mir. Also, du da, links hinten, gelber Helm, rechte Ecke, Flanke. Ja? Gehst los und holst mir nochmal so eine Cola. Vorderes Feld. Ja, genau du. Du gehst los. Ist es was? Gerade ein Grafikbug? Ist ja gerade so richtig hell geblitzt überall. Du vorne, ganz vorne, ja. Du rennst jetzt mal so schnell du kannst zu. Und. Brauche ich. Holst mir einen Pool mit Eiswasser drin. Es ist so warm, glaubt es nicht. Wir sind schon wieder bei der Maximallänge. Aber wir gehen jetzt noch nach rechts und packen die Leutchen hier drauf. Weil ich nicht weiß, wann es speichert. Nicht zu vergessen. Uns fehlt einer. Ah, ne. Ja. Oh. Ich muss ganz kurz gucken, ob das hier speichert. Nein, tut es nicht. Wir laufen noch ein Stück. Oh, der Helm ist gerade kaputt gegangen. Das speichert der hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich. Okay, er hat hier gespeichert. Also eine magische Druckwelle. Uff, die uns hier beim nächsten Mal erwartet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst es gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns doch hoffentlich morgen, übermorgen, je nachdem, welcher Tag heute ist, in einer neuen Folge. Schaltet ein. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.